Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Sledgehammer und mir. Ist immer ein neuer Name. Cool. Das war ein neues Feature. Hey, warum hast du nicht eine Kettensäge, einen Hammer und noch alles andere? Weiß ich gar nicht. Musst du immer so viel haben. Ich würde übrigens noch ein bisschen Dingens hier mitnehmen. Wie heißt es? Holz. Ist auch so schwer zu merken. Denn beim letzten Mal waren wir hier hinten bei unserer Farm, die ich jetzt leider nicht mehr sehen kann. Und wir sind richtig überrannt worden. Oh ja. Also wirklich richtig. Wir hatten noch absolut... Was war das denn jetzt? Ich hab einen Baum gefällt. Sie haben gehört, dass direkt neben mir war. Hey! Oh, warum? Alter, geh weg! Was ist? Das Kommandofenster geht bei mir immer auf. Wenn ich ein Stück... Achso, ich dachte immer, wenn ich ein Stück Gras weghaue. Yeah! Das sieht voll geil aus, wenn die Bäume runterfallen. Schon wieder! Ew! Warum geht die Kommandoleiste die ganze Zeit? Ah, guck mal, hier ist ein richtig schön höherer Baum hinter dir. Oh. Alter. Schön, dass du die Kettensäge hast. Warum geht die Kommandoleiste immer auf? Mein Gott! Geh weg! Dämliche Kommandoleisten, Frau! Überforderungsschrei. Komm mal hier hin. Guck mal. Jetzt geh weg! Dämliche Leiste. Alter! Jetzt ist ja gut. Die Leiste geht die ganze Zeit auf. Ich sterbe hier gleich noch. Guck mal, die hier. Oh, süß. Ich brauch Baum. Das Baum. Alter. Die Kommandoleiste geht bei mir die ganze Zeit auf. Ich hab meine Axt gedroppt. Wie macht man die denn überhaupt auf? Was? Kommandoleiste. Mit Tab macht man die auf. Und warum geht das die ganze Zeit automatisch auf? Wenn du Tab drückst, geht die Kommandoleiste auf. Cool. Befehlsleiste. Schon wie. Junge, hör auf, Tab zu drücken! Kommandobefehl Q. Sind mal die Tasten, die ich gerade gedrückt habe, bevor der Scheiß aufgegangen ist. Mal gucken, wie oft das noch passieren wird und ob ich da nicht noch von sterbe oder sowas. Stimmt, irgend sowas. Sieht man das, wenn ich irgendwas eingebe? Nee, ne? Was? Wie mache ich die denn wieder zu, die Kommandoleiste? Einfach mit Escape. So. Das nervt total, bei mir geht die ganze Zeit. Was war das denn? Digi, digi, digi. Bei mir geht die ganze Zeit auf. Ey, jetzt geh weg! Du. Okay, ich geh dumme weg. Dumme Kommandoleiste. So. Du hast kein Glied zwischen den Beinen. So. Oh, das ist ein unbekanntes Kommando. Ja, das tut mir ja leid. Was willst du nur von mir? Ich will bestimmt, dass ich cheate. Cheate, das ist echt. Mal gucken, was passiert, wenn das nächste Mal aufgeht und ich Gott eingebe. Einfach nur mal. Gott eingeben. Einfach nur mal so zum Gucken. Ich weiß, was passiert. Dann steht in den Kommentaren, du bist ein Cheater. Was anderes passiert wahrscheinlich nicht. Das Hacker, du kannst nichts mehr. Du bist ein Cheater. Ich muss rülpsen, aber ich will. Nicht. Warum geht der Fettsack nicht. Geht doch. Hat der irgendwas dabei? Die Fettsäcke müssen auch irgendwas zu essen dabei haben. Also zumindest der Typ, das ist ja eine laufende Kanone. Aber mal. Ey, guck mal, da ist ein Bulle. Hi, Bulle. Ich hab eben schon. Ja, ich hab eben einen erschossen. Oh, was geht denn jetzt mit meinem Inventar? Besser als wenn die Kommandoleiste da und aufgeht. Lass mal hier in das Haus rein. Sekunde, ich hab ein bisschen Munition bekommen für meine MP. Ich hab nicht mehr so viel. Ah, aber dafür habe ich hier, was ist das? Eine Autoluftfilterung oder sowas gefunden. Ich renn mal gerade hier rein, vielleicht ist da eine Kettensäge drin. Apropos Kettensäge, ich hab grad Benzin für meine Kettensäge. Ich muss nicht. Ich weiß nicht mal, wie man das reinmacht. Ich hab das eben probiert, das ging nicht. Das ist wie mit der Munitionsleiste. Echt? Ich muss einfach. Ich hab das da reingenommen, nachgeladen, das da draufgezogen, alles, was man eigentlich machen könnte. Geh weg! Die nackte Sau! Das ist die nackte Tatsache hier. Wir sollten uns ein Haus nehmen, was mit Beton versehrt ist, würde ich jetzt sagen. Mit einem was? Mit einem Beton, genau. Nee, mit hier dieses rote, die roten Häuser, die. Oh, was ist das für ein Stein? Das heißt in Englisch ein Brick. Ich weiß gar nicht, was im Deutschen ist. Stein. Echt? Ja. Aber du weißt doch, ich meine, diese roten Häuser, ne? Ja, Brickstone. Ja, genau. Ja, das wäre eine Idee. Hier ist schon wieder alles zu. So, geh weg! Was willst du, Olli, hier? Ah, ich bin leer. Weg da! Weg mit euch! Die infizierte Lady. Guck mal, sie zeigt
Gott. Der Schlüpfer ist ja genauso braun wie die Haut von der. Gott. Oh Gott. So, ich hau mich mal hier durch die Barrikaden durch. Geht nicht. Okay, dann hau ich mich eben durch die Wand neben den Barrikaden durch. Weißt du? Ich hau viermal auf die Barrikade, nichts passiert. Ich hau neben der Barrikade auf die Wand, zweimal durchgebrochen. Schon geil. So, ich plündere hier. Realismus. Ich plündere hier gerade wie bescheuert. Auf jeden Fall habe ich wieder Katzenfutter gefunden. Was macht jetzt so welche Geräusche? Was meinst du? Ich glaube, das ist mein Spiel, was immer hier die ganzen Türen aufmacht. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Manche Leute reden eben so. Da kenne ich wirklich welche, die so reden, ne? Wer macht sowas nur? Da muss man auch voll bescheuert für sein. Warum brauche ich mit dem Sledgehammer so lange, um den... Oh, ich hau den Boden kaputt. Hoppala. Oh, hier ist ein Stuhl. Her mit dir. Ah, ich kann nicht aufnehmen. Ist aber endlich ein Kühlschrank. Ist noch nicht so viel drin. Ich guck mal, was auf dem Dachboden ist. Oh, Dunkelheit. Wir haben schon wieder 13 Uhr. Was ist denn das für ein Kacker? Ja, das geht echt schnell. Wow, das bringt ja richtig viel. Die Taschenlampe in dunklen Bereichen zu benutzen. Ist ja unglaublich. Hab ich mir eben auch gedacht. Ich gucke in den Raum. Hier ist schon wieder ein Klo. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Bug, deswegen kannst du das nicht verwenden. Ah, ich habe Essen gefunden. Oh, ich habe eine Peniskanone. Guck mal nach unten mit einer Knarre ausgerüstet. Oh Gott. Die Peniskanone ist auf dem Schlachtfeld. Die Peniskanone. Was kann ich denn wegschmeißen? Hier, ich weiß nicht, was das Ding macht, deswegen packe ich das jetzt da rein. Ich meine eigentlich... Na! Der Polizist will die Treppen hoch, aber die brechen ein. Boon. Du bist ein Boon. Und hier sind so viele Zombies. Deswegen ja, ich suche gerade so ein Haus weg. Aus. Das ist ein tolles Haus. Heißt. Das ist ein tolles hier Haus. Wenn du auf die Hauptstraße gehst, dann ganz hinten durch und dann siehst du so ein Haus. Ein Ja, genau. Haus. Jetzt hört auf, gegen die Tür zu rotzen. Hört auf jetzt. Und die rasten ja aus hier draußen. Hey, Kuckuck. Alles klar bei euch? Vor allem hier, du Hosenloser. Ist ja so romantisch, die Typen. Ich habe einen Cooking-Pot gefunden. Ich habe eine Waffe gefunden. Welche? Die MP. Oh, ich habe hier eben auch gefunden, noch eine. Was? Alter... Das ist Vandalismus. Würdet ihr bitte damit aufhören? Kann ich zufällig? Nee, kann ich nicht. Jo, ich lauf da mal, bevor die hier wieder reinrennen. Wasser brauche ich nicht. Ich hab eine rote Taschenlampe anstatt orange. Juhu. Was hast du? Eine Taschenlampe ist rot anstatt orange. Oh, hi. Oh Gott! Ich habe hier gerade ein bisschen Panik. Schön, dass es bei dir so ruhig abgeht. Ach ja, ist alles schön hier, ne? Kabaddi! Also ich kämpfe hier um mein Leben. Und du kämpfst hier nur darum, früher das ganze Loot zu kriegen. Ich versuche uns gerade ein Haus klar zu machen. Ja, sicher. Ich hab sogar... Oh Gott! Der fette Bulle! WTF, Alter, der hat hier halbe Wand... Ja, okay, zumindest hat die Jalousien weggehauen. Ey, du Blöde! Olle! Junge, hier rennen gerade voll viele rein. Ich kriege gerade voll Stress. Ich habe Potato Seeds gefunden. Was ich gefunden habe. Au! Womit hat die mich denn gehauen? Was ich gefunden habe. Au. Nein, Zombies. Die sind böse. Ich habe schon wieder eine Pistole gefunden. Ja, das ist ja wunderschön. Hi! Zombiefrau, ich liebe Zombies. Vor allen Dingen Zombies mit Mega-Ausschnitt. Ich bin tot. Echt jetzt? Echt jetzt? Nein. So, ich dachte, du meinst das jetzt ernst. Ja.
Wo bin ich? Oh nö, ich bin nicht am Startpunkt. Ja, Enter. Ich bin am Startpunkt. Shit. Oh Gott. Ja, ich lauf da mal, ne? Hast du das? Ich glaube, warte, ich bin im zweiten Haus von der Stadt, wo wir reingekommen sind. Das heißt, in dem Weißen, was total eingeschlagen ist, weil da irgendwie 50 Trilliarden Zombies reingerannt sind. Oh Gott. Vielleicht kannst du ja mein Zeug noch kriegen, bevor das da verschwindet. Nee, das verschwindet innerhalb von Sekunden. Probier's trotzdem, vielleicht schaffst du es ja noch. Wo genau bist du denn gestorben? Das zweite Haus, von wo wir reingekommen sind. Das war hinten durch und dann rechts, glaube ich. Kannst du auf der Karte gucken, da wo wir hergekommen sind. Das Haus links direkt daneben dem ersten. Lol, hier kämpft ein Hirsch mit Zombies. Der Hirsch sieht links aber nicht neben aus, dem ersten? Würde. Nicht auf der rechten Seite, auf der linken Seite? Nee, das links neben dem ersten halt. Wenn du das erste Haus siehst, wo wir reingekommen sind, wo ich halt direkt reingerannt bin, das links daneben. Das rote? Ich meine, das ist ein weißes. Da, wo wir reingekommen sind. Wir sind aber auch aus einer anderen Richtung reingekommen, ne? Guck mal auf der Karte, wo wir reingekommen sind. Scheiße, da oben sind wir reingekommen. Ich bin gerade an der anderen Seite, hast recht. Ja. Oh, Menno. Mein Inventar ist so leer. Was hat diese erfolgreichen Reise? Ich konnte irgendwann aktiviert. Ich weiß nicht, was. Auf jeden Fall steht da oben jetzt der Graf und Luca wird eins. Oh, ich habe die Taste gedrückt, die ich nicht haben will. Was? Sagt die Konsole. Eigentlich habe ich das eingegeben, aus Versehen, weil ich weiterlaufen wollte, aber egal. Ah, Speedlimit 35. Ja, das passt doch gerade noch. Jetzt steht da Stopp. Soll ich warten oder soll ich einfach weitergehen? Das weiß auf der linken Seite, was ihr sagt, ne? Ja. An der Holzbarrikaden vor dem Fenster? Ich bin in der Küche gestorben. Ne, im Klo bin ich gestorben. An der Holzbarrikaden vom Fenster? An der was? Ja, vom Fenster, ich bin nein, hier ist keine Klamotten mehr von dir. Und ich bin jetzt auch Sachen da. Mehr. Ah, scheiße, das war das Haus. Warum verschwindet das denn so schnell? Wir hatten das gegessen. Dann komm mit, wir gehen in das rote Haus und dann gebe ich dir ein paar Rohstoffe, weil ich habe ja noch ein paar Waffen. Warte, ich guck gerade noch einmal ganz kurz rein, vielleicht... Ich leg dir in den Kühlschrank mal eine MP mit ein paar Munition, okay? Also hier vorne das Ding. Okay. Eine funktionierende MP. Jo, ist echt alles weg. Nein! Du brauchst wahrscheinlich Holz hier. Trinken. Mein ganzes Inventar ist immer noch voll. Ja, du verlierst nur das, was in deiner Taskleiste ist. Das Inventar hast du immer noch. Oh, ja, dann war das ja nur 50 Trilliarden Waffen. Ja, hier, ich habe noch ein paar Pistolen. Aber ich habe keine Magazine. Na gut, kann auch nicht schaden. Was war das? Also komm, wir gehen in so ein großes rotes Haus, weil die sind am sichersten. Ja, wir rennen jetzt lieber nebeneinander. Das war ein bisschen eine kleinere Pleite. Vor allem ohne die Shotgun. Mit der Shotgun habe ich die ganze Zeit irgendwie ballern gelernt. Warte mal. Bandagen. Durch den Knopf, den ich aktiviert habe, steht da jetzt die ganze Zeit irgendwie... Ah, das habe ich gedrückt. Ich habe C... Ne, G2 habe ich gedrückt. D2? G2, das ist... Ah, cool, mit G4... mit G5 kann ich die Außenperspektive aktivieren. Das ist ja gut gemacht. Was für D5? Und C1 kann ich Suizid machen. Ne, das will ich nicht. Welche Taste ist C1? Ich hab die 1 bis 18 auf meiner Tastatur, hast du das nicht? Komm, die hier, ein 1 bis Haus. 18, was ist, was für D-Tasten? Ja, ist egal, komm ins Haus. Wir müssen das jetzt versichern, nicht versichern. Ich will's aber lieber versichern. Hast du schon alles durchgeguckt? Bin gerade dabei. Ah, okay. Soll ich eine Eisentür machen? Ja, das wäre eine gute Idee, ich renn gerade mal ins Nebenhaus nochmal und guck, ob ich da noch schnell was finde. Ja, ich weiß. Diesmal vorsichtiger. Mhm. Wäre zumindest eine Idee, ne? Eine Möglichkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir aus Iron Ingots... lecker Stromarsch. Dass wir aus Iron Ingots auch Türen machen können. Gehe ich ganz stark davon aus. Okay. Wooden Door, Wooden Club, Spike Club. Spike. Nein. Warum nimmt er das denn nicht? Ja, die sind, glaube ich, schon wieder alle unter mir. Ich höre zumindest, wie hier alles wieder einbricht. Ich
Schuhe, noch so ein paar Kartoffelchips, ganz in Ruhe. Lass sie nicht stören. Da unten sind zwar Monster, kleines Kind, aber die tun dir nichts. Die wollen dir höchstens den Kopf abbeißen. Ist ganz schön Schlimmeres passieren. Hey, ich habe unser Haus gefunden. Oder zumindest das, was so aussieht wie unser altes. Und mir fällt gerade auf, ich hatte eben eine Shotgun. Warum sage ich, ich wäre nicht gestorben, wenn ich eine Shotgun hätte? Ich hatte eine. Ich bin einfach nur ein Hub. Ich suche gerade das... Ohne Perspektive. Wie heißt denn dieses... Ohne Perspektive. Ja, ich esse jetzt Katzenfutter. Ich esse jetzt Katzenfutter, weil ich so erbärmlich bin. Mach das ruhig. Viel Spaß. Lecker. Nein, damit geht's nicht. Eventuell mit normalem Katzenfutter geht's. Wie Persil das schon gesagt hat, unser Bestes von Persil. Keine Ahnung, wie ich jetzt. Ignoriere mich einfach. Mach ich. Zieh das Let's Play jetzt alleine durch. Ja, okay, mach das. Bin ich gespannt. Nein. Also tu dir keinen Zwang an, ne? Die Lappen kommen hier schon wieder rein. Weg mit euch! Das Blöde ist, du hast das Bild, nicht ich. Ja, und kannst du trotzdem kommentieren. Guck mal hier stinge ich jetzt gerade ab, indem ich daneben schieße, weil ich sowieso kein Schwein treffen kann. Ich bin der größte Pfosten aller Zeiten. Hast du allerdings recht. Also, mit dem aufbauen, abbauen. Dieses dämliche Geräusch, wenn du einen Schrank aufmachst. Du solltest eventuell ins Haus kommen. Und warum? Weil es dunkel wird. Und du darfst draußen nicht alleine spielen im Dunkeln. Oh! Ha! Was denn? Zombies. Ganz viele. Oh. Stimmen die gerade alle gegen die Tür, oder was? Warte, ich komme! Jetzt muss ich nachladen, ja klar. Hast du noch eine Schrotflinte? Ja, meine eigene. Hast du noch eine zweite? Oh. Zufällig nicht, ne? Nee. Ich habe eine gefunden. Aber ich sollte mich jetzt echt beeilen. Dahin und dahin. Gut, ich habe erstmal jetzt genug MP-Muni. Hast du den hinteren Bereich abgesperrt? Gerade dabei, ja. Ah, warte. Gut, nur eine Wand. Das heißt, ich kann da reinkommen. Ist jetzt die Frage, sollen wir den unteren Bereich halten oder sollen wir direkt nach oben gehen? Sowohl als auch, würde ich sagen. Du hättest von außen die Teile einfach dranhängen können, ne? Ja, aber innen ist sicherer. Du kannst hier auch vors Fenster hängen. Habe ich die verpackt hingehangen, scheiße. Du hättest das Fenster dafür gar nicht mehr weghauen müssen, ne? Wollte ich nur mal so neben. Nee, ich weiß das schon, nur ich habe das eigentlich als Ziel gehabt. Was mache ich denn hier? Das ist eine gute Frage. Hast du zufällig noch eine Axt übrig? Nein, doch, kannst meine haben. Can of Tuna. Oh, das wäre nice, wenn ich deine haben könnte. Ich stelle hier mal den Holzstuhl irgendwo hin. Dann komm mal her, wo bist du? Bist du im Haus drin? Ich bin oben. Gott, Alter, die rennt schon an. Ich überlege, ob ich jetzt schnell hier mit... Hast du noch eine Dingenstür? Eine Stahltür? Weil ich könnte eigentlich... Ich müsste eigentlich eine machen können. Ich habe eben eine gebaut. Noch. Warte, weil wir brauchen nämlich jetzt echt dringend eine Verteidigung. Zumindest hier oben. Gott, Alter, kannst du die noch ein bisschen abhalten? Ich probiere gerade noch ein bisschen klar zu kommen. Warum stapelt der denn alles wie so ein Bescheuerter? Weißt du, der stellt sein ganzes Inventar hier voll. So, ganz in Ruhe. Steck deine Wasserflaschen ganz in Ruhe bitte da rein. Keine Hektik. Ist auch keine Zombie-Apokalypse da. Und schön, dass da die Suicide-Option da so richtig schön raussteht. Ja, ich habe mich eben auch gewundert, was das soll. Warte mal, Cornmeal. Ah, ich kann hier was mit zu essen machen mit den Teilen. Sleeping Bag, Barbed Wire. Nein. Was ist ein Trunk-Tipp? Ich habe eine Scrap-Metal-Wand, auch wenn da das irgendwas sehr kostend ist. Wie viel Scrap-Metal hast du noch? 6. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße, eins fehlt noch. Ich weiß nicht, wir machen das lieber erst nochmal anders. Nimm den ganzen Scheiß. Ah, so geht's. Die verstärkten Metallwände. Kannst du mir die 6 zufällig gerade auf den Boden werfen?
Ich tue die unten ins Regal. Finde ich gut. Dann haben wir das noch. Wollte ich gar nicht auf den Boden legen. Denn ich probiere gerade oben noch möglichst viel reinzumachen. Hast du die reingetan? Ja. Rechts. Was? Achso, die Fenster sind alles gesichert, nur die Türen fallen auseinander. Muss wahrscheinlich aufmachen und die wegschießen. Ja, ich bin fast fertig oben. Aber auch nur fast. Ich habe keine Ahnung. Oh shit, die sind drin. Ich bin fast soweit. War nur noch ein ganz kleines bisschen. Halt die Tür! Okay, ich fange an zu bauen. Das sollte reichen. So. Gott, unter Stress! Ich mache hier noch die Tür zu. Also aus den Teilen raus. Ne, noch nicht ganz. Du brauchst doch Scrap Metal, bau doch das hier ab. Warte. Jetzt hier die Tür rein. Und jetzt werden wir das noch von draußen absichern. Wo sind das jetzt hin? Ich krieg die Kackteile hier nicht abgebaut. Welche Teile? Hier, die an dem Gitter. Ja, das Gitter, da kriegst du Scrap Metal, wenn du das kaputt machst. Wie willst du das? Warte mal. Das? Ja. Also okay. Ich muss die Dinger hier abmachen. Das ist noch nicht die beste Option, die wir hier haben. Ich würde sagen, wir machen das so, bauen hier noch eine Tür hin. Glenda hätte es eigentlich mal da lassen können. Ach, damit kommt Scrap. Ah! Hab ich gerade gesagt? Achso, ich bin ein bisschen unter Stress, ich höre nicht wirklich zu. So, links, links, links. Alter! Ich bin wirklich leicht unter Stress. Okay, dann mache ich jetzt noch schnell eine Tür. Scrap Metal Tür! Go! Wie kann man hier nicht unter Stress sein? Das ist die Frage. So, machst du hier eine Tür, wenn hier noch zu offen ist? Dann mache ich jetzt noch hier die Scrap Metal. Ja, die hier sind gut. Haben wir noch 8 Stück von. Dann verstärke ich hier noch die Tür einmal. Dass sie da auf jeden Fall nicht durchkommen. Das Fenster war ja auch noch kaputt, kein Problem. Und die haben sich gerade ein bisschen beruhigt. Ich würde sagen, das machen wir weg, damit wir da gleich durchschießen können. Ja, warte, geh, mach das einfach mit der Axt. Platz drauf. So. Da sind 2 Pistolenmagazine drin. Ja, ich hab's gerade gesehen. Dann lassen sie das hier jetzt auch noch zumachen. Ich brauche ganz dringend Essen und Trinken. Ganz dringend? Verlierst schon Leben? Ja. Oh Gott. Ich hab nichts zu essen. Hier ist was zu trinken drin und was zu essen. Hier, lecker Katzenfutter. Scheiß drauf, besser als nix. Wunderbar nett, ne? Egal, kann ich essen, ist okay. Vor allem, ich habe jetzt ein ganzes Magazin verballert, ohne auch nur auf einen Zombie mal drauf zu ballern. Ist auch cool, ne? Ja, warum nicht? So, jetzt brauchen wir die Platten einmal, hier unten. Tja, das war die falsche Seite. Das Haus halten wir um einiges besser schon, weil wir unten diese komischen Holzdinger sind fast unzerstörbar. Die sind stabiler als die Türen. Ah, denkst du da? Zwinder. Die Wand können wir eigentlich wegmachen. Die hier diese Holzdinger, die du da brauchst, sind unstabiler als diese komischen Planken. Ich baue hier gerade die Schussscharte mit rein. Da müssen wir jetzt nur die hier wegmachen. Weil die hier sind auch ein bisschen Schweine. Idiotisch. Hast du noch die Axt schnell für mich? Ja, die Axt wolltest du ja haben. Warte, ich drop die mal hier hin. Ist die gedroppt? Auf Seite. Ach, mach das mit dem Boden. Fall da nur nicht runter. Wo ist die Feueraxt jetzt? Da ist die Feueraxt. Fast kaputt, das Ding. Okay, also Axt ist besser als... Oh, shit! Hilfe! Ich würde sagen, lass mal eine Granate runterwerfen. Aber ich glaube, das wäre auch nicht die beste Idee. Nee, damit würdest du uns die ganze Hütte auseinanderlegen. Genau, weil dann haben wir wieder die Schusscharte. Alter, ich höre nichts mehr. Ich höre nur noch Geballer. Hilf das mir. Oh, ich habe hier ein Stück Boden rausgeballert, Geballer. Ah, da unten ist ziemlich viel am Arsch. Ich glaube, wir werden das jeden Tag neu reparieren müssen.
Was haben wir noch hier? Ich habe noch Scrap Metal gefunden. Ich weiß, dass es hier eine Fabrik gibt. In der sind wir ziemlich sicher, weil die besteht aus Metall. Bei der... eine Fabrik? Ja, es gibt eine Fabrik hier. Ich meine, das ist ja jetzt hier so ziemlich zu unserem Wohnheim geworden. Das werden wir so verteidigen, dass das nicht nachher aussieht wie ein wandelndes Stück Scheiße. Dann lass mich gleich abhauen, dann gehe ich gleich mal kurz ein bisschen rumlaufen. Ich repariere dann am nächsten Tag das Haus und verstärke das noch ein bisschen an allen Ecken. Ich versuche mal so weit wie möglich zu kommen, um irgendwie eine Fabrik oder so zu finden. Okay. Wenn ich es nachts nicht schaffe, dann mache ich mir halt ein Eigenheim kurz. Ja, solltest du noch rechtzeitig zurückkommen, das wäre ganz gut. Ja, das ist eigentlich mein Ziel, aber so weit kann ich ja nicht laufen, wenn ich zurückkommen muss. Ich guck mal, wie es der Tür geht. Oh, du hast die Tür eingebunkert, da kommt eh keiner hin. Hoppala. Dass du da alles mit Dingens voll gemacht hast, war nicht die beste Idee. Kann ich das überhaupt wegmachen? Was meinst du jetzt? Das Ding kannst du, glaube ich, nur wegmachen, wenn du gegenschießt. Was hast du doch da hingestellt? Oh. Ja, aus Versehen, das ging durch die Wand. Kannst du mit dem Sledgehammer einhauen? Das ging durch die Wand. Oh ja, das geht, sehr gut. Weil ich wollte das eigentlich... Also ich stand hier, hab das angeklickt und das ist da hinten hat sich das platziert. Also leicht dämlich. Ach nein, kein bisschen, ne? Es ist gerade mal 2 Uhr nachts. Und mir geht die Nacht viel langsamer vorbei als jetzt, oder? Ja, echt so. Wahrscheinlich wollen wir hier mehr machen und nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen. Ja, das kann gut sein. Weil da, wo ich dich ja eingeladen habe am Anfang, muss man auch mal dazu sagen, weil wir reden sehr wenig gerade mit euch. Das liegt aber auch nur daran, nicht weil wir euch nicht mögen, ne? Sondern wir sind einfach nur gerade so überfordert, dass wir es mögen krank. Die Leute doch? Ja, ich erzähle denen das nur, ne? Ah, das kommt schlecht für die Abos, wenn man sagt, ich mag euch nicht. So, okay. Wenn jetzt wirklich einer deabonniert, weil er sagt, der mag uns gar nicht, dann. Dann lache ich dich aus. Ah, das ist nicht wundervoll, Mann. Die stehen da unten einfach alle nur. Ich leg mich jetzt Bett. Scheiße, jetzt hab ich ein Bett geklaut. Ich weiß, wie wir die verteidigen, wie wir die Tür sichern. Wie wir die Tür sichern? Ja, erst sollen wir diese Holzbalken wegmachen, dann wollen die nämlich gegen die Tür hauen, dann können wir die von hier hinten wegschießen. Das ist hier wie so ein kleineres Schusskabinett. Guck mal, da hier, die Tür ist, glaube ich, jetzt übersicher. Ich mache hier uns den Raum noch ein bisschen größer. Ein Elefant? Ich hab auch irgendwas. Ja, genau. Was war das? Elefant? Ja, sehr wahrscheinlich. Ah, ich brauche bald eine neue Feueraxt. Die kann ich noch 65 Mal benutzen. Das steht übrigens oben links. Also links. Da steht Fireaxe und eine Zahl. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Ah, ich dachte gerade, ich hätte hier unser Klo ein bisschen zerdeppert. Aber hier ist ja noch ein Klo. Also kein Problem. Ich komme mir hier absolut nicht sicher vor. Aber wir werden es sicher machen. Hi. Ja, ich gehe ja schon raus. Mach du da mal in Ruhe deine Geschäfte. Oh Gott. Wie viel Shotgun-Muni hast du? 2. 3? 2. Dann geh mal hier an die Kiste. Ich geb dir einfach mal 13, weil ich werde ja in dem Haus hier weniger sterben. Warte mal. Ich sortiere jetzt mal gerade alles hier, dass ich das ganz gut. Ich dir mal ein paar Sachen in die Kiste, okay? Am besten nicht in die ist hier sehr gefährlich. Vielleicht oben im Dachboden, da würde ich alles verstauen, erstmal. Ich guck mal den ganzen Scheiß hier rein. Oh Gott, guck mal nach unten! Nee, das lasse ich lieber. Die hauen den ganzen Boden hier raus. Ihr seid doch behämmert. Was bringt euch das denn, wenn ihr den Boden raushaut? Die wollen bestimmt, dass wir einen neuen Boden haben. Ja, der Boden ist scheußlich. Das ist mir egal. Guck mal, guckt ihr mich an. Und die jumpen hier. Die türmen sich. Junge, die stellen sich aufeinander. Und der Typ rammelt die Wand. Und es werden immer mehr. Desto öfter ich schieße. Gott, zum Glück habe ich noch massig Magazine. Naja, 10 Stück. Das reicht aber erstmal, wenn die mit einem Schuss mal down gehen. Ah, der lebt gar nicht mehr. Die sehen alle gleich aus. Das ist so ein... Guck dir den Haufen an.
Weil nur vorsichtig, dass du den Boden nicht weiter kaputt schießt. Deine MP ist, was das angeht, stärker, ne? Nicht vergessen. Ja, deswegen ist ja eigentlich viel hier weiter mit drauf schießen. Ich nehme mal hier die Bücher noch. Ah, mit Shift-Click kannst du die Sachen auch so einzeln rausnehmen. Wie viel Medikamente hast du? Medikamente? Ja. Ach, Painkillers, 5. 5? Mhm. Warte, dann gebe ich dir hier nochmal 5 mit rein. Obwohl, ich gebe dir 4 mit rein. Ja, das ist so. Hier sind noch 4 drin. Hast du noch was zu essen? 1, ja. Das ist zu wenig. Dann nimm mal das hier. Die Chicken-Ration. Und die Pasta. Hast du noch was zu brauchen? Ah ne, zu trinken liegt ja hier sowieso überall rum. Ne, hab ich mir schon genommen, 5 Flaschen. Darf ich den Helm haben oder warum hast du ihn da reingelegt? Von Helm. Den Schinken. Achso, ja, kannst du haben. So, ich sortiere jetzt gerade mal wirklich mein Inventar nach Essen und allem möglichen. Weil die scheinen da unten gerade es einfach nur auf unser Haus abgesehen zu haben und nicht auf uns. Ah ja, Holz brauchen wir. Ja, Holz habe ich. Viel, weil wir brauchen Baumstämme. Dafür muss ich morgen dann richtig abgehen. Ich habe eine Kettensäge auf dem Weg zur Fabrik, hole ich dir was. Ich habe dir jetzt ein bisschen Holz da reingetan da. Okay, weil ich muss auch über den Tag was haben, damit ich da schon mal was schaffe. Ich leg mal hier oben ein paar Betten hin. Ich habe vor die Tür angelegt, damit die da nicht durch die Tür ins Bett. Guck mal, sieht das nicht wundervoll aus? Vielleicht nur hier ein drittes. Oh, guck mal, ein Dreierbett. Oh ja. Flotterdreier. Ist das Fenster auf, Mann? Stinkt hier nach Scheiße. Wow. Ich glaube, die Leute werden dich fragen, warum du die Munition mit deiner Waffe in die Taskleiste tust, anstatt irgendwas Sinnvolles da rein zu tun, oder? Ja, eigentlich. Ich weiß nicht, das haben sie bestimmt auch schon mitbekommen. Die Munition zählt nur, wenn du sie in der Taskleiste hast. Das heißt, wenn du sie im Inventar hast, wird sie nicht gezählt. Das heißt, dann ist es, als ob sie nicht da wäre. Boah, das sind so viele! Ich hab noch 5 Sniper-Magazine ohne Sniper. Wann ist der endlich da? Ich will hier abbauen. Ja, dann leg die Sniper-Magazine mal oben in die Kiste oder so. Oh, ist das die? Oh, Oh. Alter! Ich schieß dann immer ein bisschen. Nee, ich hab die Sniper nicht, aber leg die trotzdem an die Kiste, nicht, dass die verloren gehen oder du Inventarplatz verschwendest. Ich hab jetzt alle Magazine reingetan, und zwar 1. Ich hab auch noch 1 oder so im Inventar gehabt. Oh oh. Warte, warte. Ah, ich dachte, du warst das. Alter, ich bin so überfordert. Das erste Let's Play, wo du nicht viel quasselst. Das ist ja auch brutal. Wie soll man hier viel brabbeln? Ach du Jemini, ich sehe gerade auf meiner Tastatur, wie schnell die Uhrzeit vorbeigeht. Warte, ich probiere mal die ganzen G-Tasten durch. Was passiert, wenn ich die ganzen G-Tasten drücke? Vor allem ist schon wieder, das geht jedes Mal eine halbe Stunde, der Tag- und Nachtzyklus. Wenn ich G7 drücke, habe ich kein Interface mehr. Bei G8 werden mir die Frames im Game angezeigt. 60 Frames. Ey. Na, ich wollte das Bett gar nicht wegnehmen. Oh, jetzt habe ich ganz viele Screenshots gemacht, aus Versehen. Hey, das ist ja wundervoll. Kannst du auch was Sinnvolles machen? Oh, ich höre schon wieder, wie unten alles einbricht. Nö. Ich kann die Außenperspektive aktivieren, das ist cool. Das glaube ich. Wow, meine Flasche leuchtet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel erinnert mich so ein bisschen an Zombie Panic. Also in manchen Phasen. Es ähnelt das wirklich an Zombie Panic, nur nicht mit diesem Rundenbasierten, was mich bei Zombie Panic stört. Also eigentlich ist dieses Spiel echt geil. Wenn das jetzt noch die Engine von Zombie Panic hätte, das wäre richtig Hammer, oder? Ich glaube, wir sind im Haus. Oh nein. Also, unten drin. Oben drin. Oh nein. Schaffe! Boah, sind da unten viele. In der Treppe. Ich guck schon mal, wo ich gleich langlaufe auf der Karte. Ja, mach ich glaub, das. Ich glaube, ich laufe nach unten. Ja, ich muss wahrscheinlich noch losrennen, mir noch ein bisschen Holz organisieren. Kannst du mir vielleicht noch ein bisschen was holen, weil du hast ja hier die Kettensäge. Ja, mach ich ja sowieso. Also das heißt, direkt nachdem der Tag angebrochen ist, damit ich halt die ganze Zeit halt Platz habe, was zu bauen. Dann baue ich kurz 3 große Bäume ab. Hoppala. Ich warte gerade noch mal die Holzbarrikaden. Guck mal, Holzbarrikaden. Ah, okay, so. Der Spillway Lake sieht interessant aus. Warum kannst du manche Stacks nicht mehr übereinander machen? Ich kapiere das nicht.
Habe ich eben auch nicht verstanden. Ich hatte eben 4er Stack und konnte da keine 2 drauf tun. Hatte eben 168er, aber konnte da auch nur 4 drauf tun. Ja, das ist manchmal echt komisch. Haben wir schon Tag oder sind die immer noch so aggro? Die sind immer noch leicht aggro. Ich höre zumindest. Oh Gott. Die nehmen das Ganze. Junge, die haben die Kammer unter der Treppe komplett ausgelöscht. Guck dir das an. Und wir haben da gleich einen Minenschacht. Das ist oh, kein shit. Haus mehr. Was ist das für ein Geräusch? Das ist meine Waffe. Das ist was? Eine Waffe. Ah. Wie viel Munition, Munition hast du noch für die MP? Ja, keine. Noch 2 Magazine mit da. Eine Reaktion? Willst du die Pumpenmuni haben und ich nehme die Dingensmuni? Ich muss hier rein. Und wieder ein Platz im Inventar frei. Oh, ich habe 1 Scrap Metal. Ich spür's alles hinter dich in die. Spür's alles hinter dich in der Kiste, genau. Ja, tu mir das hinter mir in die Kiste. Der Kiste. Ja. Ich habe auch 2. Ich habe auch 2 Tests, wo wir Sachen reinschmeißen können. Da kannst du oben hin machen, einfach neben die Betten. Wo sind die Betten? Oben. Ja. Du hast die Shotgun-Shells übrigens nicht rausgenommen. Oh, ja. Nee, nicht wirklich. Hast du noch mehr? 13 Stück noch. Hab schon genommen. Tatsache. Tatsache. Jetzt habe ich 43. Ja, das wird doch reichen, oder? Hast du noch Pistol-Muni oder so? Warum ist hier ein Bett? Da ist eigentlich was rausgesichert. Ist doch bescheuert. Was ich jetzt erstmal mache. Ich weiß, wäre erstmal eine Sicherung sagen. Ist die Tür offen? Wahrscheinlich, ne? Warum frage ich? Gott! Alter, ach, ich weiß, was passiert. Wenn man Bäume fällt, dann geht das auf. Jedes Mal, wenn du einen Baum fällst, geht das Ding auf. Wenn ich bei dir einen Baum fälle, geht das bei dir auf. Ja. Und wenn du Baumstämme einsammelst aus irgendeinem Grund. Was war das denn gerade? Ist mir jetzt schlecht? Oh Gott, sie kommt zurück. Ich bin gerade selber nach unten. Obwohl das zum Fehler werden könnte, wenn die ganze Zeit... Alter! Junge, das Scheißding spammt! Jetzt ist ja gut! Alter, das ist brutal. Willst du kurz eine Aufnahmepause machen und den Server neu starten? Ich glaube, das wird wahrscheinlich die ganze Zeit auftreten, oder? Weiß ich nicht. Wir machen jetzt gleich sowieso eine Aufnahmepause. Aber währenddessen mache ich mir schon mal auf den Weg. Ach scheiße, mein Inventar verschwindet noch, wenn wir aus dem Server rausgehst. Oh Gott. Diese Scheiße. Ja, dann bleib doch offen. Fieke. Nee, Fiekle. Diche. Dure. Blöde. Dämliche. Dumme. Kommando. Blöb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 l